la 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 la. Servus Leute, was geht ab? Ich bin Onur Kan Dander Joe. Oh yeah, ich bin gerade auf dem Weg zu einem Freund, der schon auf mich wartet. Ich bin wirklich spät dran gerade. Wir wollten uns 6.30 Uhr treffen. Jetzt ist 6.57 Uhr. Pünktlichkeit ist da. Ich gehe den jetzt mal abholen. Wir fahren nach Hamburg, haben einen Junggesellenabschied. Aha, da ist er. Da ist er. Tschüss. Schwach? Ja, Mann. Ich merk's. 2 Stunden geschlafen. Kann ich rückwärts fahren? Hey! Dunder Joe! Did it! Morgen zum 7. Du bist jetzt glücklich. Ja, Mann. Was zickt denn rückwärts? Bruder, du bist zu spät, das kostet. Nein, das geht schlecht. Ja, Mann. Das kostet. Ja? Jungs, habt ihr die Box nach vorne? Bitte mit abführen, Alter. Wir haben uns sogar 8 Stunden Fahrt. Und achtet mal, wie ich sitzen muss. Jetzt muss ich die ganze Zeit 8 Stunden lang ihn angucken und den. Guten Appetit, ich esse jetzt. Und danach geht's weiter. Mehmet, Çiğin geldi mi? Sıçmam geldi. Okay, wir sind in der Nähe von Münster. Wir machen jetzt eine kleine Pause, weil der junge Mann neben mir muss kacken. Was? Der sagt doch, was? Der ist voll geschockt. 4,5 bis 4 Stunden haben wir jetzt noch. Toilette ist doch dort. Wo ist die? Ja, geh einfach mal rein. Drücken, roll und drücken. Da steht ganz groß drücken, der zieht. Jalla, zeig mal rein. Titte, 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 titte. Zeig mal rein. Lauter, 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 lauter. Zeig mal rein. Arsch, 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 Arsch. Zeig mal rein. Arsch, 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 Arsch. Okay. Gesicht geil, Mund geil, Arsch geil, komplett geil. Walla geil, walla geil. Ach, geh jetzt! Zeig mal dein Titte, 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 zeig mal dein Arsch, 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 Arsch. Typhoon, Salam aus dem Typhoon! Arsch, 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 Arsch! Komm, wir töten den Club, yalla. Gesicht geil, Mund geil, Arsch geil, komplett geil. Walla geil, walla geil. Party Bus! Zeig mal dein Titte. Ey, Typhoon ist einfach King, ey. Traume mit dem Typhoon! Meine Hand ist eingeschlafen einfach. Mein Arm, mein Geschirr. Pause! So, Leute, und zwar der zweite Shop. Ich bin hier mit meinem Bremens Friends. Ey, ich bin todmüde, Mann. Was geht ab, was geht ab, was geht ab? Check mein Bruder Dunder Joe, aka Didi. Charisma Music, einmal voll. Auf jeden Fall, wir gehen erst Mittagessen und danach gehen wir wieder ins Hotel schlafen, oder? Auf jeden Fall 2-3 Stunden schlafen, ausruhen. Und dann gehen wir Abendessen, dann wieder ins Hotel. Abendessen und dann wieder Hotel. Und danach gehen wir Hamburg unsicher machen. Hamburg! Hamburg! So, der Tolga kommt jetzt. Wir ziehen uns jetzt einfach alle aus. Bruder, das ist das Junggesellenabschied. Achtung, sein Gesicht. Bruder, Bruder, Ne oluyor bu? Ne yapıyoruz bu? Bura, auf jeden Fall. Das ist eine Challenge. Auf jeden Fall. Es ist eine Challenge. Und diese Challenge müssen wir natürlich durchziehen. Oder nicht? Ich würde sagen, es passt. Passt? Passt, passt wunderschön. Habt ihr das alle gemacht? Ja. Ich schwöre, ich wollte nur dein Gesicht sehen. Aber irgendwie war es voll für uns. Der erste hat schon abgekackt, aber kann man nichts machen. Der soll jetzt erstmal eine Runde schlafen. Und wir genießen weiterhin die Fahrt jetzt. Wir haben jetzt noch insgesamt, okay, der Co-Pilot hat gesagt, 2,5 bis 3 Stunden. Go! Also, fahren wir mal weiter. Bis dann.
Wir sind alles voller Haufen Scheißer, Mann. Was ist das? Dritter Stopp. Das ist unser Pilot. Servus. Und das ist unser Co-Pilot. Warte mal. Trinkdecke. Charisma, Official. Check das aus. Später kriegt ihr den 16er von mir. Aber später. Rapper oder was? Rapper, Kapital. Brrra. Was sagen Sie zu dieser Fahrt? Ich sage Ihnen eins. Was sagen Sie dazu? Alles klar, Kommentar. Oh. Also Jungs, wir sehen uns später, oder? Hadi, ja, warte, einmal noch, warte. Hey, Bruder, so, Leute, und zwar, wir sind jetzt genau bei unserem Hotel angekommen. Ich kann nicht mehr. Sieht aus zwar wie eine Apotheke, aber egal. Das ist eigentlich eine Apotheke, aber alles gut. Naja, ich würde mal sagen, Tolga raucht doch jetzt eine und dann gehen wir mal rein. Film mich mal in unser Zimmer. Jetzt sind wir in dem Hotelzimmer. Endlich, jetzt können wir schlafen. Also, ich gehe dann mal kurz schlafen, weil wir werden später eine lange Nacht haben. Und danach gucken wir mal weiter. Jetzt bin ich wieder wach, Maruk. Jetzt warten wir auf die anderen. Ich gehe mich jetzt erstmal fertig machen. Und danach gehen wir schön gemütlich erstmal was essen, weil wir haben die ganze Zeit noch gar nichts gegessen, Mann. Das ist halt typisch Tolga, wenn er was mitnimmt. Ich sag so, oh shit, geil, du hast Boxen und so mitgenommen. Was ist? Akku leer. Bruder, du hast mich gekippt. I'm in a Jackson Fury Statham. Wir haben genau 16 Uhr jetzt. Und wir sind vor einer Stunde oder so aufgestanden. Ich habe jetzt geduscht, habe mich ein bisschen fertig gemacht, weil jetzt kommt gleich ein Freund, den ich 2015 war das, glaube ich, in der Türkei kennengelernt habe. Das waren zwei Leute, wo ich kennengelernt habe. Einmal der Hamza vielleicht. Und einmal der Said. Mal gucken, vielleicht kommen die zwei. Also der Said kommt auf jeden Fall. Und der schreibt gerade zu mir: Digga, euer Hotel ist an der ekligsten Stelle in ganz Hamburg. Ich glaube, der ist schon da. Ich gehe mal runter. Und ich hole dann direkt mal was. Der Bruder hat uns jetzt hierher gefahren zu den anderen Brüdern. Brüdertz. Und zwar, wir sind jetzt hier wieder vereint, meine Damen und Herren. Wir sind hier auf jeden Fall gerade im Hafen und wir werden jetzt eine kleine Bootsfahrt machen. Oder Tour, oder wie man das auch nennt. Wir haben uns jetzt erstmal ein Eis gegönnt. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück zur Landungsbrücke 3. Das heißt, 15 Kilometer zurück. Willst du einmal lecken, Bruder? Schlaflecken. Spaß. Aber ey, guck mal, wie schön das hier einfach aussieht. Okay, das war's mit der Bootstour. Dieser Boot hat einfach Breakdance gemacht. Ich habe einfach die ganze Zeit so rumgeschrien. Naja, und jetzt? Hä? Und jetzt? Ehrlich zu sein, hat es mich überhaupt nicht interessiert. Ey, unser Leben besteht einfach immer die ganze Zeit außen rumlaufen. Egal wo, auch im Zimmer oder so. Wenn wir in unserem Zimmer gehen, wir laufen auch immer außen rum. Alle. Wir waren jetzt ganz kurz in der Stadt ein bisschen chillen, gegessen und bla bla bla. Und gleich gehen wir wieder auf die Piste. Und der Tolga freut sich schon, oder? Am liebsten würde ich schlafen gehen jetzt. Der Tolga ist eine richtige Schlafmütze. Oder was ist los mit dir, Mann? So, wie ihr sehen könnt, sind wir wieder unterwegs. Hamburg ist jetzt vorbei. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Wir sind alle fix und fertig. Zwei Stunden Schlaf. Ehrlich? Von dem gestrigen Tag, also der war wirklich krass. Freitag war es genauso krass. Die haben mein Leben zerstört. Meine Stimme ist weg. Ey, auf jeden Fall, das war ein geiles Wochenende, würde ich sagen. Und ich hoffe, der Schükrü, dem hat es auch gefallen. Schükrü? Ja. Schükrü, komm mal her. Hat es dir gefallen? Ja, auf jeden Fall. Das war natürlich nicht so motivierend, aber wir sind alle fix und fertig. Stadtrundfahrt, Stadtführer. Genau, das war unser Stadtführer. So wie Adolf. Gucken wir mal, was dieser Wandhandler hier macht. Erzähl mal, Bruder, hast du gut geschlafen? Da sagt Bruder, geht. Bruder, du hast hier ein Konzert abgelassen. Wir haben alle so gemacht. Ich würde mal sagen, das war's jetzt mit dem Video. Wir fahren jetzt nach Hause. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Natürlich abonnieren,
Nicht vergessen, abonnieren, subtrahieren. Sorry. Wie gesagt, abonnieren, subtrahieren, meditieren und just best zum nächsten Mal. Ich bin voll müde. Nein, Eintritt.